Neben mir Enrico Peutschke, sportlicher Leiter von Bora Hans Grohe. Ich denke, für euch war das heute ein sensationell gutes Rennen. Das lief, glaube ich, sehr gut. Es ging vieles auf. Aber wie hast du das als sportlicher Leiter gesehen? Ja, so eine deutsche Meisterschaft ist immer sehr schwierig zu fahren. Und man muss von Anfang an sehr konzentriert sein und auch von Anfang an das Rennen schwer machen. Das war unser Plan. Und wir wollten uns nicht auf den Sprint verlassen. Das ist am Ende super aufgegangen. Die Fahrer haben einen fantastischen Job gemacht. Wir haben ganz oft attackiert, waren immer vorne mit dabei. Und dass wir dann natürlich Erster und Zweiter werden, besser geht's nicht. Genau, das glaube ich euch. Sunweb hat am Anfang sehr viel investiert, ist sehr offensiv gefahren, aber irgendwie ging dann die Strategie gerade nicht so richtig auf. Wir hatten ein Interview mit Lennart Kemner geführt, der meinte, okay, wir wollten attackieren, offensiv fahren, aber es hat dann am Ende, war nicht klar, für wen eigentlich. Wie hast du das gesehen? Ja, wir hatten sicherlich dieselben Interessen, das Rennen von Anfang an schwer machen, und Sunweb war zahlenmäßig sicherlich mit dem Nachwuchsteam auch noch ein bisschen besser aufgestellt als wir. Sie haben sehr viel investiert und natürlich ist es auch wichtig, dass man fürs Finale jemanden schont, aber da kann ich natürlich nichts zu sagen, wie die Strategie von anderen Teams ist. Ich kann nur sagen, unsere ging voll auf. Ja. Wie war das denn gerade die letzten ein, zwei Runden? Das waren ja dann etliche Positionskämpfe. Vorne hat sich ständig immer was geändert. Roger Kluge war vorne, John Degenkolb war dann vorne gewesen. Von hinten kam immer noch mal jemand nach und jemand fiel ab. Ja, wie erlebt man das im Auto und wie drückt man da die Daumen für das eigene Team natürlich? Ja, man beobachtet natürlich die ganze Zeit den Rennverlauf und versucht natürlich, die Fahrer vom eigenen Team so gut wie möglich zu informieren und auch anzuspornen. Und ja, man hat da auch bei uns im Auto eine kleine Schrecksekunde gehabt, als dann Degenkolb und Kluge vorn waren mit einem gewissen Vorsprung. Aber wir konnten die Lücke schließen und dann am Berg noch attackieren. Am Ende ist es sehr gut für uns gelaufen. Ja. Jetzt startet nächste Woche die Tour in Düsseldorf. Ich denke, die Vorfreude ist riesig, gerade als deutsches Team auf deutschem Boden da zu starten. Das Trikot des deutschen Meisters auch noch in den eigenen Reihen zu wissen. Also schöne Woche steht euch bevor. Wie sieht das aus? Ich glaube, am Mittwoch ist die Fahrerpräsentation. Bei euch ist, denke ich, Vorfreude angesagt, ja? Ja, also so ein Tourstart hier in Deutschland, das ist schon was Besonderes und wir sind ein deutsches Team. Wir haben drei deutsche Fahrer nominiert. Das ganze Team ist super motiviert. Das ist das wichtigste Rennen im Jahr. Und deswegen, wir reisen am Mittwoch an, am Donnerstag ist dann die Teampräsentation und dann sind es drei Wochen Anspannung und Kampf. Aber wir hoffen auch da erfolgreich zu sein. Noch ein Schlusswort zu Chemnitz und gerade auch die Verbindung zu Markus Burkhardt. Ist natürlich für ihn ein wunderbarer Erfolg noch, nach 13 Profijahren hier in der Heimatstadt zurückzukommen, den Meistertitel mitzunehmen und dann nochmal damit in die Torwoche zu starten. Wie schätzt du das für ihn ein? Ja, ich glaube, das war ein Traum von Markus und schön, dass er hier in der Heimatstadt in Erfüllung gegangen ist. Er hat 10 Jahre lang um so einen Titel gekämpft. Heute hat er die Beine gehabt und auch die Mannschaft, die ihn unterstützt hat. Und sowas motiviert natürlich enorm. Und ich glaube, dass er den Schwung von heute auch mit in die Tour de France nimmt. Genau, also wir drücken die Daumen auch für die Tour in jedem Fall, dass das alles gut funktioniert, dass ihr gut mit 9 Fahrern auch in Paris ankommt. Und alles Gute dafür und herzlichen Glückwunsch heute nochmal zu dem tollen Ergebnis. Ja? Vielen Dank. Danke.